Es ist Hochsommer in Deutschland und hier bei Pearl TV gibt es den Sommersale, liebe Zuschauer. Und ich möchte wetten, dass viele von Ihnen wahrscheinlich auch heute über den Tag verteilt ganz ordentlich gelitten haben unter dieser enormen Hitze. Mein Auto zeigte mir heute mitten in Deutschland, hier im wunderschönen Dassel, 31 Grad Celsius an. Ich habe am Dach gestanden. Das war also schon richtig stramm heute. Hier im Studio hat man Temperaturen, die ungefähr knapp an die 30 Grad rangegangen sind. Man weiß also gar nicht mehr so wirklich, wie man sich eigentlich noch lassen soll. Und ich fürchte, das sagen zumindest die Wetterexperten in diesen Tagen, da kommt noch so einiges auf uns zu. Temperaturen von 46 Grad rudert man wieder zurück. Aber die nächste Hitzewelle steht uns definitiv bevor. Da haben wir uns mal ein bisschen was für Sie rausgesucht. Das können wir Ihnen mal gerade zeigen, damit Sie mal sehen, was da eventuell noch so kommen wird in den nächsten Tagen. Wir haben genau das hier für Sie im Programm, was Sie brauchen, um dieser brüllenden Hitze ein Stück weit was entgegenzusetzen, um wieder vernünftig zu schlafen, um tagsüber sich einfach mal wohlzufühlen auf dem Sofa, beim Arbeiten oder auch gerne mal auf Balkon oder Terrasse. Und das sind natürlich unsere tollen Verdunstungsluftkühler, die wir hier für Sie im Programm haben. Und die gibt es natürlich heute zu einem absoluten Spitzenpreis, deutlich vom Preis her reduziert. Sommersale eben bei Pearl TV. Und mit einem kleinen, kompakten Gerät werden wir anfangen, ne? Ja, fangen wir hier mit diesem Gerät an. Wir haben auch einen Artikel noch für Sie, den wollen wir Ihnen eben mal ganz kurz zeigen. Ja. Die Welt hat geschrieben nämlich, in ihrer Panoramaabteilung, Deutschland steht vor neuen Hitzewellen. Bis zu 38 Grad kommende Woche. In Teilen Deutschlands sind die nächsten Tage Temperaturen von bis zu 34 Grad angesagt. Und nächste Woche wird es noch schlimmer. Bis zu 38 Grad. Nächste Woche wird es noch schlimmer. Ja, da kann man sich nur abwinken, oder? Kann man eigentlich nur abwinken. Aber Sie sehen den Artikel, das ist also nichts Besonderes mehr, dass diese Hitzewellen jetzt kommen. Und wir sind im Sommer, es ist erst Juli. Es steht noch August und September bevor, wo es auch noch heiß ist. Und da decken sich sehr, sehr viele Leute mit diesen Luftkühlern ein. Die haben wir im Sommersale zum absoluten Spitzenpreis für Sie, wo Sie nochmal deutlich reduzierte Preise kriegen. Das ist unser erster Luftkühler. Den haben wir hier mal stehen. Der ist kinderleicht, den können Sie überall hin mitnehmen. Der ist auf Rollen. Und das ist eben das Tolle hier, dass wir hier diese Kühle kriegen, egal wo wir sind, können wir den genau auf uns richten. Und ich habe gerade gesehen, hier im Studio haben wir auch schon 27 Grad. 27 Grad, hier ist so eine Temperaturanzeige, da sehen wir das nämlich gerade. Verdunstungsluftkühlung, mal ganz kurz erklärt, das ist die Kühle, die Wasser auf Ihrer Haut macht zum Beispiel. Wenn Sie aus dem Meer kommen oder aus dem Pool und es weht ein leichtes Lüftchen, kriegen Sie so diese angenehme Kühle. Und das ist die Verdunstungsluftkühle. Wenn Wasser verdunstet, setzt es eben Energie frei und das ist die Kühle, die wir dann auf unserer Haut spüren. Das ist das gleiche Prinzip hier. Das heißt, es ist ein Gerät, was sich das zunutze macht. Da wird Wasser, ganz normales Leitungswasser, eingefüllt und dann läuft das auf der Rückseite über so eine Wabenstruktur, wie wir es hier sehen. Und dann wird eben diese Verdunstungsluftkühle erzeugt, die dann nach vorne eben rausgeblasen wird. Das müssen Sie sich vorstellen wie so ein Ventilator, der eben nochmal zusätzlich kühlt. Also ein ganz, ganz tolles Prinzip, ist ein physikalisches Prinzip, was wir uns hier zunutze machen. Und das tun diese Luftkühler, die wir Ihnen hier eben vorstellen wollen. Der erste, wie gesagt, ist, kann man sich direkt davor setzen und erfährt sofort diese kühle Erfrischung. Ja. Die brauchen auch kaum Energie, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Der hier braucht gerade mal 65 Watt. Das heißt, wenn Sie den 10 Stunden laufen lassen, haben Sie noch nicht mal eine Kilowattstunde. Das heißt, 10 Stunden, würde ich mal sagen, so 25 Cent liegt das in dem Bereich. Wie sieht es mit Kühlmitteln aus, Ingo? Muss da irgendwas Spezielles rein? Nein, kommt da noch Folgekosten auf mich zu oder so? Du musst wirklich nur hier auf der Rückseite diesen Wassertank auffüllen. Da passt auch eine ganze Menge rein, dass Sie den also 15 Stunden lang laufen lassen können. Also stinknormales Leitungswasser. Stinknormales cool. Leitungswasser, das ist das einzige Verbrauchsmaterial, was die benutzen. Der hier ist klasse, er hat natürlich, kann man den auch als Ventilator benutzen, aber wenn Sie die Kühle dazu haben wollen, drücken Sie hier oben einfach auf den Kühlknopf und schon haben Sie hier dann tatsächlich diese erfrischende Kühle. Das ist so angenehm. Diana, du hast so einen Balkon bei dir, ne? Ja, und natürlich, ich liebe das bisschen frische Luft genießen, aber jetzt, das ist gar keine frische Luft, also das ist zu heiß. Und natürlich, ich möchte auch etwas, was kann ich zu Hause in meiner Wohnung nutzen und dann auch auf dem Balkon. Und mit diesem, das ist sehr leicht,
weil das ist mobil, das ist kompakt, klein für jedes Zimmer und natürlich super leise, auch für Schlafzimmer zum Beispiel. Ja. Ein unglaublich toller Luftkühler hier, den wir jetzt eben auch noch zum Sommersale-Preis haben. Ja, und da gucken wir ganz einfach mal auf die Preisgestaltung im Moment. Wir haben eine unverbindliche Preisempfehlung seitens des Herstellers. Sie liegt bei 230 Euro für dieses Gerät. Bei den Kollegen von Pearl.de bekommen Sie den just in diesem Moment für knapp zu 113 Euro. Wir haben aber hier einen TV-Sonderpreis, weil wir natürlich auch im Sommersale sind und großzügig eingekauft haben, können wir Ihnen natürlich die Gerätschaften, solange wir sie noch liefern können, ab Lager für 90 Euro knapp anbieten. Das macht eine Preisersparnis von 23 Euro an dieser Stelle aus. Mhm. Angenehme, kühle Luft direkt auf den Körper, egal ob drinnen oder draußen. Und das auch noch preislich deutlich reduziert. Und ich sage bewusst, noch können wir liefern. Wir haben unser Lager voll. Wir kennen das aus den letzten Jahren. Gerade die Verdunstungsluftkühler sind extremst beliebt bei unseren Kunden. Aber wenn jetzt diese große Hitze einsetzt, und wir hatten schon Tage mit 36, 37 Grad, fahren Sie mal die Freiburger, ja, von einer knappen Woche. Ja, da haben wir Kollegen in Freiburg, die wussten gar nicht mehr, wie sie sich noch hinstellen oder hinlegen sollen. Da geht natürlich dann einiges über den virtuellen Ladentisch und insofern seien Sie bitte rechtzeitig mit dabei. Das erste Modell hat die Bestellnummer NX1549 und die 569 lässt sich übrigens auch gerne mit Alexa oder per App steuern, wenn Sie das möchten. Bei dem zweiten Modell haben wir speziell mal an die Camper gedacht, die uns auch immer wieder gesagt haben, Mensch, so ein Campingmobil, so einen ganzen Tag in der Sonne gestanden, der heizt sich ganz schön auf. Da kann man mal eine frische Brise auch gerne beim Camping gebrauchen. Ja, ne? Ganz egal, wo du den hinstellst, ob du ihn in die Sonne stellst, auch wenn du unterm Baum stehst, die sind richtig heiß im Sommer natürlich. Und wir wissen, dass viele von Ihnen jetzt mit dem Campingbus unterwegs sind, mit dem Campingwagen. Mhm. Da ist sowas dann ideal. Der funktioniert nämlich mit 230 Volt, können Sie ganz normal in die Steckdose stecken. Ja. Der hat aber auch noch einen 12-Volt-Anschluss. Guck mal, so kann das dann aussehen, wenn der bei Ihnen auch mal im Campingmobil steht. Ja. Das ist natürlich eine ungemein angenehme Angelegenheit. Ja, gerade aus so einem kleinen Raum, wenn sich die Luft da so aufheizt, dann sitzt man so mit zwei, drei Leuten dann abends dann auch vielleicht noch zusammen, spielt noch ein bisschen Karten, möchte anschließend entspannt schlafen und da drinnen hat es dann gefühlt 35 Grad oder mehr. Da machst du kein Auge zu. Nee. Ja? Also natürlich möchte man mal eine Tür zumachen. Man ist ja da auch nicht unbedingt allein auf so einem Campingplatz. Da laufen eine ganze Menge Leute rum. Und den hier kann man ganz einfach mal reinstellen, an den 12-Volt-Adapter andocken. Und dann geht diese kühle Luft natürlich auch ins Campingmobil. Der geht übrigens auch mit 24 Volt. Das heißt also, auch Campingmobile haben ja oft einen 24-Volt-Anschluss. Ja. LKWs auch, wenn ich da an die armen Trucker denke. Boah. Die schwitzen ja richtig in ihren Kabinen. Ne? Die haben zwar eine Klimaanlage beim Fahren. Ja, aber die machst du ja abends oder nachts nicht an. Dafür ist das natürlich ideal. Der hat auch noch eine Fernbedienung hier. Ist auch klein und mobil. Den können Sie einfach überall hinstellen, wo Sie wollen. Den kann man einfach mitnehmen. Der steht auf Rollen, hat hier auch noch Oszillation, dass Sie also hier generell also den ganzen Raum mit dieser kühlen Luft erfrischen können. Und dann ist das so, ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn man am Meer steht und dann weht so ein Wind übers Meer. Oh, da kann es draußen so heiß sein, wie es will. Man hat diese kühle, angenehme Brise. Ja, ja. Und das ist genau das, was Sie hier aus diesen 3-in-1 Luftkühlern rauskriegen. Der hat sogar noch einen Ionisator drin. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich mal Gerüche habe oder Viren, Bakterien, Staub, das filtert der Pollen, das filtert der alles noch mal raus. Und dann schauen Sie mal, wie diese Herrschaften, können Sie sich in Ihrem Campingwagen fühlen, in Ihrer LKW-Kabine oder zu Hause am Schreibtisch oder auf dem Sofa. Das ist ja, weißt du, du kommst nach Hause, es ist warm, setzt dich aufs Sofa und dann willst du dich nicht mehr bewegen. Ja, ja. Da denkst du nur noch ans Freibad oder diese Umgebungen hier. Und bist du nichts mehr zu gebrauchen eigentlich? Ans Meeresrauschen. Das Gefühl kriege ich dann mit so einem Verdunstungsluftkühler, wenn ich die Augen zumache. Aber das ist wirklich ein Phänomen. Das kennen Sie mit Sicherheit auch noch aus dem letzten Urlaub. Das ist vielleicht auch gar nicht so lange her, dass Sie das am letzten Strandurlaub genossen haben. Man liegt so bei 40 Grad Umgebungstemperatur am Strand auf der Liege und empfindet das als absolut angenehm. Warum? Ganz einfach, weil immer eine kühle Brise vom Meer her weht. Die verdunstet quasi den Schweiß auf Ihrer Haut und sorgt dafür, dass Ihr Körper vernünftig runtertemperiert wird. Nicht auf 18 Grad, wie das die meisten Klimaanlagen tun. Ja. Stichwort Hotellobby. Kennt man auch. Man kommt angeschwitzt, kommt man in die Hotellobby rein. Einen Tag später liegt man mit der Triefnase irgendwo im Hotelbett. Nur 2 Tage Urlaub für die Katz. Kann Ihnen mit so einem Verdunstungsluftkühler nicht passieren, weil die Kühlung moderat ausfällt, so dass wir Menschen uns absolut wohlfühlen. Das muss nicht gleich ein Vermögen kosten. Wir gucken gleich bei Pearl.de vorbei, damit Sie wissen, was denn hier eigentlich an Ersparnis zu erwarten ist. Knapp 140 Euro just in dem Moment
bei unseren Kollegen von Pearl.de. Wir bieten Ihnen dieses wunderschöne Modell für den 12- oder 24-Volt-Anschluss, genauso wie für den 230-Volt-Anschluss an der Steckdose für 100 Euro an. Macht also eine Preisersparnis im Sommersale hier bei uns von gerade 40 Euro. Und das ist Spitzenklasse. 40 Euro gespart und trotzdem angenehmes Gefühl auf der Haut. Genauso möchten wir es haben, oder? Ja, du stellst den einfach vor dich. Und nochmal, die können Sie drinnen und draußen benutzen, wie Diana das gesagt hat. Dein Balkon hat halt rechts und links diese Wände und oben ist ein Balkon drüber. Ja, so kein Wind kommt. Wenn die Hitze da drin ist, dann ist sie da drin. Keine Luftbewegung, null. Ja. Und wir wollen doch den Sommer genießen. Wir wollen doch draußen sein. Wir wollen den Sommer richtig erfrischend genießen und nicht irgendwo am Tisch festkleben oder am Stuhl festkleben und am liebsten nur noch ins Freibad gehen. Holen Sie sich so einen Luftkühler, der macht einen riesen Unterschied. Ja, und stellen Sie sich den auch gerne mal abends direkt daneben ins Bett, so aus 2-3 Meter Entfernung. Und die haben in der Regel haben die einen Nachtmodus mit so wechselnden Windgeschwindigkeiten. Ein normaler Wind geht ja auch nicht permanent 3 Stunden auf gleiche Stärke. Das ist ein unglaublich angenehmes Gefühl, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und das mit einer angenehmen, gekühlten Luft und die dann auch noch ausgereinigt, wenn Sie möchten. Also perfekter, glaube ich, kann man bei diesen Temperaturen nicht in den Schlaf kommen. Schönes Modell haben wir hier speziell für die Camper im Programm, lässt sich aber natürlich auch problemlos zu Hause bei Ihnen in den eigenen 4 Wänden einsetzen. Bestellnummer hierfür ist die ZX7156 und die 569. Vergessen Sie bitte die 569 bei Ihrer Bestellung im Service Center nicht, denn dann wissen die Kollegen im Service Center, dass Sie den günstigen TV-Sonderpreis bekommen und hier an dieser Stelle nochmal 40 Euro sparen. Der nächste hier ist auch ein fantastisches Modell mit einer Besonderheit. Zum einen natürlich mit einem Thermometer oben drin, dass ich sehen kann, wie ist die Umgebungstemperatur hier bei uns im Studio. Ganz genau. Gerade hier 27 Grad Celsius, da wird es aber allerhöchste Zeit, dass wir hier mal kurz aufs Knöpfchen drücken. Sehen und mach bitte den Kühler an. 27 Grad. Aber das ist kein Problem, weil wir haben unsere Luftkühler da. Ich mach den mal eben an hier. Und dann ist das eben toll hier, dass wir jetzt diese kühle Brise genießen können. Ich schalte den mal in deine Richtung ein bisschen. Gerne. Diana, du merkst den auch der noch. Der ist so kraftvoll, ne? Da kommt bei Diana auch noch was an, oder? Da kommt bei dir auch noch was. Das ist eben das Tolle, dass wir sie den ausrichten können, wie ein Ventilator im Prinzip. Aber sie bekommen hier halt keine normale Luft rumgewirbelt, sondern diese kühle Luft, diese kühle Meeresbrise. Kommt natürlich auch mit Fernbedienung. Entschuldige, der geht jetzt auch schon mal für mittlere Räume hier. Bis 20 Quadratmeter, sagt der Hersteller. Ne? Und das ist so diese angenehme Brise, die man, was weiß ich, wenn man im Wohnzimmer mal abends sitzt und noch was liest oder Fernsehen schauen will oder vielleicht mal einen Spieleabend hat oder so, dann kann man den mal eben auf den Tisch richten, dann wird jeder angenehm gekühlt. Ja. Draußen sind diese einsetzbar. Ich möchte mal hier zum Vergleich zur Klimaanlage, du hast das eben schon erwähnt, wir haben hier moderate Kühlung. Das heißt, diese Geräte kühlen so 3, 4, 5 Grad Celsius weiter runter, die Umgebungsluft. Und das ist echte Befreiung, die richtige Befreiung hier, wenn das eben so kühler ist. Das aber für einen Bruchteil der Stromkosten. Dieser hier braucht zum Beispiel nur 65 Watt. Eine normale Klimaanlage. Wir haben hier diese Monoblock-Klimaanlagen, die schon sehr sparsam sind mit 2000 Watt. 2000 Watt kostet sie 2 Kilowattstunden. Das sind ungefähr 70, 80 Cent Stunde ungefähr. Ja, pro Stunde. Dieser hier. Den 10 Stunden an bist du bei 7 Euro. Ja, den lässt du 10 Stunden an, dann hat er 650 Watt Verbrauch. Ja, ja. Das heißt, du bist so bei 20, 22 Cent dafür. Ich finde das immer sehr schön im direkten Vergleich mal zu einer Kugel Eis. Ich habe letztens mit Rebecca mal drüber gesprochen, was aktuell eine Kugel Eis in der Göttinger Innenstadt kostet, auf der Fußgängerzone. Ja. Ich dachte, da musst du so Pi mal Daumen so mit einem Euro 50 rechnen. Ja, bei uns auch im Bremen. Euro 60. Euro 60 bei dir in Einbeck. Ich weiß, für ein gutes Stracciatella gebe ich das ja gerne mal her. Pistazien. Ja, oder Pistazien. Schokolade. Ja, mit Sahne oder ohne? Ohne. Ohne Sahne. Die kannst du nur. Aber mit Waffeln. Schokoladeneis mit Eierlikör. Oh. Eierlikör macht das echt richtig mit toll. Mit Sahne drauf und Schokosoße. Nein, keine Sahne. Und Schokoraspel. Okay, vielleicht. Ja, so, dann sind wir bei 2 Euro die Kugel, dafür kannst du so einen Verdunstungsluftkühler 4 Tage laufen lassen. Das ist wirklich so. Das ist an Stromkosten, brauchen die wirklich fast nichts. Das können sie wirklich vernachlässigen. Hier kommt auch mit Fernbedienung hier so ein richtig großer Luftkühler jetzt schon für mittlere Räume. Bis zu 20 Quadratmeter, sagt der Hersteller. Ja. Ideal. Auch der ist wieder kinderleicht, den können Sie überall hin transportieren, dahin, wo Sie die Kühlung brauchen. Ja, und auch da gucken wir uns bitte mal das Preisgefüge an. Und hier ist Ihr Preisersparnis enorm ausgefallen. Knapp 159 Euro just in dem Moment bei den Kollegen von Pearl.de. Und das ist für so ein fantastisches Gerät schon wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Fast an die 300 Euro, die UVP des Herstellers.
110 Euro knapp unser Preis und das ist eine Preisersparnis von 49 Euro. 49 Euro, ja. Damit weiß ich in diesen Tagen definitiv etwas Besseres anzufangen. Oh ja, vor allem, und man kann die auch sparen und für den Winter sparen. Ne? Ja. Ist leider so. Ja, so muss man leider momentan rechnen. Also man muss nicht unbedingt gleich immer die volle Summe bezahlen. Man bekommt angenehme, gekühlte Luft mit allem Komfort und zurück. Natürlich hier mit Timer-Funktion, mit allem drum und dran. Und das eben auch noch fast 50 Euro günstiger. Also das ist mal eine coole Angelegenheit. Schauen Sie mal hier, da ist der Wassertank. Da passen 6 Liter Leitungswasser rein. Der läuft mit diesen 6 Litern 15 Stunden. Sie brauchen den also auch nicht ständig nachzufüllen. Ja. Da haben Sie richtig lange was von. Der läuft und läuft und läuft, braucht keinen Strom und gibt Ihnen diese angenehme Kühle. Das ist das Tolle hier, die angenehme Kühle, die Ihr Leben einfacher und erträglicher macht. Ja. Warten Sie mal ab, also die tropischen Nächte, die haben wir bis jetzt ja immer noch mal angerissen. Ja. Ja, ich kann mich noch an eine Nacht im letzten Sommer erinnern, auch wenn da ein bisschen mäßig war. Wir hatten eine Nacht dabei, da gab es nachts um 12:30 war ich auf dem Weg in Richtung Krefeld, ja. 27 Grad Celsius gehabt. Da können Sie nicht bei schlafen. 27 Grad Celsius, nachts um 12:30. Ja, ich habe auf der Autobahn bei 140 alle Fenster runtergemacht, habe das Gefühl, mir hält einer einen Föhn ins Auto. Ja, so warm war das. Ja. Ich hab die halbe Nacht kein Auge zugemacht, einfach morgens um 4 ja, mit dem nassen Lappen auf meinen Füßen drauf, damit es einigermaßen ging. Da können Sie so ein Gerät natürlich mal super einsetzen. Ja. Nicht nur die kühle Luft, sondern eben auch bares Geld sparen ist unser Motto. Just in dieser Sendung, Bestellnummer hierfür ist die NX1545 und die 569. Übrigens, kleiner Tipp noch. Wir haben ja unten diesen Wassertank dran. Den können Sie rausnehmen, können Sie direkt zum Wasserhahn gehen. Wenn Sie den Effekt vielleicht noch mal verstärken möchten, legen Sie da ruhig mal bei diesen strammen Temperaturen mal 2-3 Eiswürfel in den Tank mit rein. Holt noch mal 1-2 Grad Celsius extra raus. Wird noch mal ein bisschen mehr Frische geben. Wir sind beim nächsten Modell angekommen und der ist unglaublich beliebt bei unseren Kunden. Eine enorme Preisersparnis und ein wirklich außergewöhnlich schönes Modell, wie ich persönlich finde. Vom Design her, von der Leistung her, wirklich schon ein absolutes Parademodell. Und auch der hier, der macht richtig Wind, der Kleine. Ja, der sieht einfach auch rattenscharf aus hier mit diesem Design. Hier sehen wir die Rückseite, da ist dieses Wasser, was da hochgepumpt wird und dann hinten eben diese Wabenstruktur macht. Aber der sieht so spacig aus und auch der ist wieder von der Leistung her für mittlere bis große Räume geeignet. Sie sehen jetzt, wir gehen schon ein bisschen weiter nach oben hier mit der Leistung. Auch der hat wieder den Luftkühler und den Ionisator. Ich möchte noch mal was zum Ionisator sagen. Wir haben dieses Jahr extrem viele Pollen. Wenn Sie auf dem Land leben, werden Sie das merken. Wir merken das hier in Dassel. Ich habe nie Heuschnupfen. Meine Nase ist jetzt immer noch ein bisschen zu. Wenn Sie in der Stadt wohnen, haben Sie Feinstaub von den Autoabgasen. Das wird hier alles rausgefiltert. Gerüche natürlich. Wenn man den mal in die Küche stellt, dann werden diese ganzen Gerüche auch eliminiert. Wenn Sie den nach draußen stellen, mit der Leistung, die der hier hat, kann Ihre ganze Gruppe, trotzdem Sie in der Sonne sitzen, angenehm gekühlt den Nachmittag oder den Abend verbringen. Ja, ja. Ein richtig klasse Gerät hier, natürlich auch wieder mit Fernbedienung. Hier passen 15 Liter Wasser rein und das hält dann auch wieder, ich glaube, 17, 18 Stunden, eine Füllung. Mhm. Sie brauchen sich da wirklich um gar nichts zu kümmern. Eine Sache wollte ich auch noch sagen. Diese Geräte, die wir Ihnen hier vorstellen, die sind nicht nur für diesen Sommer. Die halten jahrelang, nächsten Sommer, übernächsten Sommer. Und die Sommer werden wieder heiß sein. Dieser Sommer ist schon sehr heiß. Carsten, du hast erzählt mir vorhin, dass du einen seit 8 Jahren schon hast. Ich habe einen Verdunstungsluftkühler mitgenommen, den haben wir damals vorgestellt bekommen. Da kam unser Produktmanager damals, als wir noch in Buggingen waren, zur Besprechung rein und sagte, da gibt es was Neues. Das kennt man aus Asien schon seit ein paar Jahren. Das haben wir jetzt auch von der Technik her nach Deutschland geholt. Verdunstungsluftkühler, und hat uns das erklärt. Habe ich gedacht, was, wenn Wasser verdunstet, soll das kühle Luft erzeugen? Ist aber, wenn ich mir Eier koche und das Wasser verdunstet im Topf, kriege ich auch keine Kühlleistung hin. Wie soll denn das funktionieren? Ja. Und habe mir ganz einfach mal dieses Vorführmodell mit nach Hause genommen. Das Modell ist über 8 Jahre alt. Der schnurrt wie ein Kätzchen, läuft wie am ersten Tag und hat mir schon so manch eine Nacht gerettet. Und das war noch der aus der allerersten Baureihe. 8 Jahre ist er alt. 8 Jahre. Das zeigt es, die sind langlebig. Ja. Ja. Das einzige Verbrauchsmaterial ist Leitungswasser. Das ist alles. Und ein klein bisschen Strom, aber das ist vernachlässigbar. Das sind Cent pro Stunde, wenn Sie den bei voller Leistung laufen lassen. So, jetzt pass mal auf, wir wollen mal testen. Komme ich da hin mit dem Kabel? Warte, machen wir mal Platz. So, Achtung.
Ich liebe diesen Effekt. So. Wir gucken mal ganz kurz bei Pearl.de rein, wo denn Ihre Ersparnis liegt. 250 Euro knapp in dem Moment bei den Kollegen von Pearl.de. Von der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers kommend von knapp 470 Euro. Wir haben einen Preis von 104 und 185 Euro. Macht für Sie in der Summe eine Ersparnis bei diesem Gerät von 65 Euro. Richtig schöne, angenehm gekühlte Luft mit allem Schnipp und Schlapp, mit Luftreiniger, mit Ionisator, mit Timerfunktion. Swing links, rechts, rauf, runter. Und das Ganze auch noch 65 Euro günstiger. Eins der absoluten Parademodelle und mit Sicherheit eins der ersten, die ausverkauft sein werden in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Davon sagt, geht zumindest der Computer aus. Wir übrigens auch, wenn das, was da gerade eben stand mit der Wettervorhersage, eintreffen wird. Ein ganz tolles Gerät. Wir sind beim nächsten Modell. Und der macht mir den Eindruck, als wenn er fast noch ein bisschen mehr Power zu bieten hätte, oder? Das ist mal, sage ich, ein richtiger Industrieluftkühler schon. Ja. Also wenn Sie das Maximum an Leistung haben wollen, dann ist das natürlich genau das Richtige. Und schauen Sie mal, was Kristen da macht. Die sitzt draußen, es ist heiß und sie macht sich einfach den Luftkühler an. Darf man das eigentlich draußen? Das ist es ja. Eine Klimaanlage darfst du nicht nach draußen nehmen, abgesehen davon, dass das natürlich Stromverschwendung wäre. Hier, die darfst du mit nach draußen nehmen, die sollst du sogar mit nach draußen nehmen. Mein Gott, wir haben vor 2 Wochen gegrillt, da war es richtig heiß. Und wenn Sie dann noch am Grill stehen, ist es noch heißer. Da ist sowas natürlich die ideale Erleichterung hier. Mhm. Dieser Luftkühler hier ist so groß, dass er, wie gesagt, also auf viele Meter Entfernung noch kühle Luft in Ihre Richtung weht, aber angenehm kühle Luft. Eben nicht diese Klimaanlagen, 10 Grad Temperaturunterschied, 15 Grad Temperaturunterschied, sondern diese angenehme Brise. Das ist so dieses, weißt du willst ja auch nicht frieren. Du willst so angenehme Temperaturen haben. Das ist bei mir ist das so 21, 22 Grad. Ja. Und das ist natürlich perfekt hier mit so einem Luftkühler. Der hat schon, also wirklich, der hat schon so viel Kraft, der reicht für große Räume. Du siehst das ja auch ganz, ganz oft in Restaurants und Bars und Eiscafés, die einen Außenbereich haben. Da hat man häufiger, da habe ich in den letzten 2, 3 Jahren häufiger mal diese Verdunstungskühler stehen sehen, gerade die etwas größeren Modelle. Weil das so vernünftig ist, einen Luftkühler zu benutzen und keine Klimaanlage, der Ihnen eben energieeffizient, und das ist eben das Wichtige hier, diese angenehme Brise beschert, sage ich mal. Das ist ja wirklich eine Gottesgabe, wenn es dann mal wieder kühl ist und wir trotz dieser Hitze im Sommer schön draußen sitzen können, draußen arbeiten können, zum Arbeiten sowieso, also kann man ohne Luftkühler eigentlich gar nicht, weil das so heiß ist im Moment. Jetzt möchte ich erwähnen, dass ich alle Gerätschaften hier, und ich sitze nur wirklich mit der Nase davor, als relativ leise empfinde, also auch in der höchsten Stufe. Wir haben es gerade bei dem gehört, natürlich habe ich den mal aufgedreht. Dieser hier ist extremst leise. Hat der eine besondere Technik drin oder woran liegt das? Ja, das ist diese Walzentechnik. Ja. Das heißt, wir haben hier keine Rotoren, sondern Walzen, die diese Luft rausblasen. Das macht ihn noch mal leiser. Aber du hast recht, die sind natürlich absolut leise und bringen Ihnen eben die Erfrischung, die Sie brauchen, um diese Hitze zu überstehen. Das wollen wir eben alle und nicht nur ans Freibad denken, sondern uns fühlen wie im Freibad, wie im Meer mit unseren Luftkühlern. Das ist unser Schlafzimmermodell. Ein Walzenmodell, extremst leise, dementsprechend wird er natürlich gerne von unseren Kunden speziell im Schlafzimmer platziert. Und aufgrund der Power, die das Gerät mitbringt, trotz des geringen Verbrauchs von maximal 100 Watt, wohlgemerkt bei voller Stärke und allem zugeschaltet, was das Gerät zu bieten hat, reden wir von 100 Watt Verbrauch, den können Sie auch gerne mal auf 4-5 Meter vom Bett wegstellen, mal neben den Kleiderschrank oder neben das Sideboard von mir aus. Ja, und trotzdem diese angenehm kühle Brise genießen, das muss ja nicht gleich Vollgas sein. Es reicht ja, wenn man diesen Nachtmodus einschaltet mit so wechselnden Windgeschwindigkeiten und dergleichen. Das ist angenehm, als wenn man draußen in der freien Natur wäre, als wenn man durch so ein Waldstück gehen würde und das nach einem angenehmen Gewitterregen. Ja, Sie kennen das, dieses Gefühl, diese angenehm frische Erfrischung, die man hier genießen kann. Übrigens bei Pearl.de, gerade für 261 Euro im Programm, 200 Euro knapp unser Preis. Und das bedeutet eine Preisersparnis von 61 Euro. Also das ist schon mal eine richtig ordentliche Ersparnis, die wir hier anbieten dürfen. Ein Spitzenmodell mit wenig Verbrauch, sehr, sehr leise durch die Walzentechnologie. Und das eben auch nochmal mit über 60 Euro Preisnachlass. Mit der ZX7034 und die 569. Und dann haben wir noch eins für Sie, das ist auf Kundenwunsch entstanden, speziell die Farbe. Aber da kann man ruhig auch mal von einer neuen Liga der Verdunstungsluftkühler sprechen. Ja, Diana hat den extra neben sich gestellt. Ja. Das ist dein Lieblingsluftkühler, Diana, ne? Der ist aber auch schön. Sieht so schick aus. Guck mal, alle haben diese weiße Farbe hier.
Das ist wirklich schicke Anthrazit, ja? Heißt ja. Diese Farbe. Ja. Auch diese Technik, wenn man ihn anmacht. Wirklich, ne? Wirklich schön, ne? Auch diese Technik, wenn man ihn anmacht, dann sehen Sie dann gefährt diese Blende runter. Das ist absolut spacig, finde ich. Ja. Er schont natürlich die Innereien dieses Luftkühlers. Das heißt, da kommt kein Staub ran. Hier haben wir die neue Liga der Kältetechnik. Da will ich mal was zu sagen. Das ist ein Luftkühler mit Peltier-Element. Peltier-Element bedeutet, Sie führen hier auch ganz normales Leitungswasser rein. Hinten haben Sie diesen Kanister, den können Sie zum Waschbecken führen und dann ganz einfach Wasser reinfüllen. Und dann wird dieses Wasser, bevor es hinten runterperlt, auf dieser Wabenstruktur schon mal vorgekühlt. Das bringt noch mal mehr Temperaturunterschied. Hier gehen wir sogar von einem Temperaturunterschied von bis zu 8 Grad zur Umgebungsluft aus. Die Farbe ist der Hammer. Sie haben hier einen Peltier-Luftkühler mit Ionisator. Das heißt natürlich, auch hier wird die Luft gereinigt. Das ist unser Spitzenmodell. Das haben wir letztes Jahr neu bekommen. Und obwohl wir letztes Jahr keinen tollen Sommer hatten, Sie werden sich erinnern, war der ausverkauft. Auch dieses Jahr ist das der am meisten gekaufte Luftkühler bei uns. Wir haben sie noch auf Lager vorrätig, weil wir clever sind. Wir haben gut eingekauft für Sie. Und das jetzt auch noch hier zum Sommersale-Preis. Unsere Sommersale-Preise machen richtig Spaß zu präsentieren, ja, weil Sie hier richtig Geld sparen. Und die Preise gelten für die nächsten 2 Stunden. Von dem Gerät, behaupte ich mal, wird es mit der erste sein, der ausverkauft ist. Gerade glaube der auch hier, der war auch im letzten Jahr äußerst beliebt, ist natürlich von der Technik her noch mal ein bisschen weiterentwickelt worden. Zählt auch heute zu den beliebtesten Geräten, die wir im Programm haben, allein aufgrund seiner Farbe, aufgrund der Peltier-Technik, aufgrund dieser coolen Klappe vorne drauf. Sieht einfach richtig toll und stylisch aus. Hat natürlich genau die Power, die man braucht, um auch mal bei größeren Räumen immer noch eine angenehme Luftzufuhr zu haben, eine angenehme Brise abzubekommen. Und ist natürlich auch eins der Geräte, die mit der höchsten Preisersparnis ausgestattet sind, weil wir hier natürlich jetzt auch in einem Hochpreissegment unterwegs sind. Deswegen sparen Sie hier locker mal 90 Euro gegenüber dem sowieso schon günstigen Pearl.de-Preis. Bitte schnell sein. Wir haben deutlich mehr eingekauft als im letzten Jahr. Jetzt ist der Sommer natürlich auch deutlich strammer als im letzten Jahr. Insofern sagen uns die Stückzahlen, da sollten Sie bitte schnell sein, wenn Sie dieses Gerät noch haben möchten. Jetzt können wir noch liefern. Wer weiß, wie das in 2, 3 Wochen aussieht, wenn die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreicht hat. So, wir haben hier eine Preisersparnis. Sie sehen es mal im direkten Vergleich zu unseren Kollegen von Pearl.de von 90 Euro und dürfen hier von 229,99 sprechen. Porto und Versandkosten frei geliefert. Übrigens, man muss also nicht zum Fachmarkt fahren. Wir liefern Ihnen den bis vor die Haustür und das Porto und Versandkosten frei ab Lager innerhalb der nächsten 2 bis 3 Tage. Das heißt, wenn die Hitzewelle hier ihren Höhepunkt erreicht, ja, und man eigentlich nur noch so vor irgendeinem Klimagerät liegen möchte, steht er bei Ihnen zu Hause. Und ich glaube, Sie werden ihn nicht nur optisch schön finden, sondern auch von seiner Leistung her äußerst ansprechend. Und da, wo Diana jetzt saß, da werden Sie auch sitzen wollen. Da werden Ihre Kinder sitzen wollen und Ihre Haustiere. Unsere 4 pfötigen Freunde lieben diese Kühle. Die leiden genauso wie Sie unter der Hitze. Und so ein Luftkühler ist schnell mal bewegt. Den kann man von Raum zu Raum nehmen, den kann man mit nach draußen nehmen. Auch der braucht nur einen Bruchteil einer Klimaanlage und ist super komfortabel ausgestattet hier mit Fernbedienung und allem drum und dran. Ein echter Hingucker, das ist mal so ein Gesprächsthema, wenn man den irgendwo in der Wohnung stehen hat. Ne? Absolut. Was wenn ist das denn? Eine mobile Klimaanlage? Mach mal an. Mach doch mal an. Und dann kommt dieser Aha-Effekt. Ja, aber wirklich. Ne? Ja. So, boah. Ja, ging mir genauso. Ja. Ja, nochmal bitte. Ich habe gedacht, verdunstetes Wasser. Was soll denn verdunstetes Wasser mit kalter Luft zu tun haben? Mhm. Dann habe ich ihn eingeschaltet. Und dann kam dieser Effekt, das war auch noch irgendwann im Frühsommer war das, in Buggingen. Da war es noch nicht mal richtig heiß, ne? Nee, und ich habe den eingeschaltet, aber das gibt's doch gar nicht. Der wollte mich doch veralbern, das ist so ein Trick hier oder sonst was. Nee, das ist die Technik. Wo ist die Klimaanlage? Das ist die Technik, die dahinter steckt. Ja. Und deswegen war ich von diesem Gerät absolut überzeugt, habe ihn mitgenommen und glauben Sie mir eins, ich gebe ihn nie wieder her. Das ist natürlich jetzt hier eine konsequente Weiterentwicklung über das Peltier-Element. Hier wird die Luft oder das Wasser, was verdunstet wird, vorgekühlt über das Peltier-Element und dann verdunstet. Das heißt, der Effekt eines Peltier-Verdunstungs Luftkühlers ist noch mal um ein Vielfaches ausgeprägter als bei den klassischen Modellen und gerade für große Räumlichkeiten, für etwas weitere Entfernungen, genau das, was Sie im Falle von Hitze haben möchten. Unser schickstes Gerät hier zum Sommersale, Superpreis hier. 90 Euro sparen Sie, da würde ich also sofort zuschlagen. Vielleicht auch für mehrere Räume, wie Sie wollen. Aber das bringt Ihnen eben die Kühlung, die Sie brauchen, die wir alle haben wollen. Ja, genau so ist es. Und liebe Zuschauer, Sie wären nicht der Erste, der sich vielleicht auch für ein zweites oder für ein drittes Modell entscheidet. Viele sagen, Mensch, ich brauche für den Wohnraum, klar,
häufig in vielen Häusern, in vielen Wohnungen der größte Raum in der ganzen Wohneinheit. Brauche ich mal ein etwas größeres Modell, den stelle ich mir auch mal 2-3 Meter weg vom Sofa und vielleicht für die kleineren Räume, vielleicht fürs Badezimmer oder fürs Schlafzimmer nochmal einen kleinen oben drauf. Bei dieser Preisgestaltung ist das ohne weiteres möglich. Sie sehen, wir haben Besuch bekommen und Sie können gern zum Telefon gehen und bestellen. Viel Vergnügen damit.